Robert, ich bin 17 Jahre alt und komme aus Bremen. Und ich bin in Kapstadt für 6 Monate und 3 Monate hier in der Gastfamilie bei der Mina. Und ja, ich mache ein Praktikum im Krankenhaus in Grassy Park und bin nach Kapstadt gekommen, weil ich plane Medizin zu studieren und man in Südafrika da deutlich bessere Möglichkeiten hat, ein Praktikum zu machen, wo man auch wirklich was sieht und wirklich mithelfen kann. Und ja. Ich heiße Tobias, ich komme aus Karlsruhe, bin 22 Jahre alt. Ich bin jetzt hier in Kapstadt für 3 Monate. Und ich bin an einer Grundschule, aber normalerweise habe ich jetzt nicht so viel mit Grundschule oder dem zu tun. Ich habe jetzt eine Ausbildung gemacht in einer Kanzlei und dann ist es mehr so Gap-Year-mäßig. Also jetzt, bevor ich dann anfange zu studieren in meinem Studienbereich, mache ich das jetzt hier in Kapstadt. In Kapstadt ist echt gut. Da gibt es 1000 Sachen, die man hier sehen kann. Da sind tolle Strände, da ist der Tafelberg, der richtig gut ist. Also wenn man oben ist, hat man einen tollen Überblick. Über ganz Kapstadt, und es ist wirklich tolle Erfahrungen, die man hier auch machen kann, gerade weil es jetzt nicht jedem so gut geht und manche Sachen laufen hier halt komplett anders ab, als in Deutschland ablaufen würden, und die Menschen sind auch ganz anders. Was hier echt auffällig ist, dass alle viel offener sind, egal ob jetzt der Taxifahrer ist in der Stadt oder irgendein Typen, den du im Supermarkt triffst, alle probieren dir irgendwie zu helfen, fragen dich, wie es dir geht und sowas, und das kennt man aus Deutschland gar nicht so. Ja, sind alle viel offener. Ja, auf jeden Fall.